So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe mir gedacht, heute haben wir ja Nachricht für dich, dass ich euch zwei Decks hinlege. Das ist einmal das Green Lenormand und einmal das Gulliver Lenormand. Und ich ziehe einen Engel zu jeder Seite und einen Glücksimpuls und wie nennt man es, ein Vögelchen, sage ich immer, aus dem Gesang der Vögel von den Naturflüsterern. Und dann könnt ihr euch hier ein Kartendeck oder eine Seite aussuchen oder ihr belegt sie einfach mit Personen oder mit Themen. Und dann, ich muss die Vögel unten drunter legen, damit ihr sie nicht seht. Kriegt ihr eben die entsprechende Botschaft live gezogen von eurem gewählten Kartendeck. Ja, mir fällt es ein bisschen schwer jetzt. Ich würde das Green Lenormand nehmen. Das ist natürlich das Grüne hier. Dann lege ich das mal zur Seite und wir gucken uns an, was wir da für Impulse haben. Also von den Vögeln haben wir hier die Kohlmeise. Die sagt uns, lasse dich auf meinen Flügeln zum unbeschwerten Glück deiner Kindheit tragen oder heile als Erwachsene das Leid, wenn es schmerzvolle Zeiten gab, an die du dich nur ungern erinnern möchtest. Passend. So, dann haben wir hier den Engel des Lichts. Lasse dich vom Licht der Sonne inspirieren. Sie schenkt dir Kraft und Energie. Bitte deinen Engel, dich mit mehr Licht zu erfüllen, damit du das Strahlen verbreiten und die Wärme mit anderen teilen kannst. Lass dein inneres Licht immer intensiver werden, so wirst du auch deine Ziele klar erkennen können. Die Botschaft deines Engels, bist du in Licht, wird dir engelshafte Erleuchtung gewiss sein. Und von den Glücksimpulsen haben wir hier noch ein Geschenk ist auf dem Weg zu dir. Na, da freuen wir uns doch. Okay, was gibt uns das Green Lenormand hier mit an Impulsen? Ja, wir haben das Außen mit dabei. Ich muss es ein bisschen weglegen. Es gibt da Dinge, die sind nicht kontrollierbar, die haben mit dir nichts zu tun, aber werden dann für dich zum Thema. Da geht es auch darum, wie sieht man dich, wie nimmt man dich wahr, wie nimmt man die anderen wahr. Ja, und das ist sehr passend mit der Kohlmeise, weil hier sieht man etliche Blockaden aus der Vergangenheit, die mit Mangel zu tun haben. Aber da hat man auch schon schön dran gearbeitet. Die Mäuschen beißt den Berg hier weg. Ja, guckt mal, ganz wunderbar. Das ist hier die Reihe der Vergangenheit. Da sieht man eben schon die Wandlungsprozesse, ne? Da hat man schon gearbeitet, da hat man beendet, da hat man neu begonnen, da hat man etliche Blockaden zurückgelassen. Da hat man vielleicht auch akzeptiert, dass etwas so war, wie es eben war. Und im Moment liegt hier der Klärungsprozess, ne? Es darf ein bisschen ruhiger werden. Und uns wird vielleicht hier auch bewusst, dass wir die Vergangenheit gar nicht ändern können und dass wir vielleicht durch das viele Blicken in die Vergangenheit auch die Geschenke des Jetzt im Außen nicht sehen. Und tatsächlich ist es hier so, dass ich glaube, dass noch ein bisschen Zeit ist, wo man so Ausläufer verspürt oder wo man da mal drüber nachdenkt und da. Und genau da geht es jetzt darum, aus dem Nebel rauszutreten, ruhiger zu werden, gelassener zu werden, sich auch nicht so von der Unruhe der anderen mitreißen zu lassen. Dann liegt hier in zukünftiger näheren Umgebung oder Zeit, dass wir mit etwas Frieden schließen. Und das finde ich jetzt sehr speziell, wenn jemand die Karten genau kennt.
dann weiß er, dass genau hier die Familienthemen sind, dass das die Verletzungen aus den Kindertagen sind. Und am Ende liegen wir selbst. Ne? Also es kommt auf uns drauf an, wie wir mit dem Ganzen umgehen. Deshalb ist die Kohlmeise auch tatsächlich sehr passend. Passender könnte es überhaupt nicht sein. Wenn wir jetzt ein anderes Szenario haben, dann geht es hier vielleicht ein bisschen um Umbrüche in den Familien nochmal. Es kann auch darum gehen, seine eigene Weiblichkeit wieder mehr zu leben, in Harmonie zu bringen, einen Kampf niederzulegen, den man mit sich und den anderen hat. Und hier stellt sich auch ein Erfolg ein, der Frieden und Harmonie mitbringt, wo vorher eher Hindernis ist. Das dürfte dann dieses Geschenk hier sein. Und damit verbunden haben wir unten am Deck noch eine Wahlmöglichkeit, eine Chance, auch aus einem emotionalen Drama auszusteigen. Wunderbar. Dann schauen wir uns die andere Seite an mit dem Gulliver Lenormand. Was habt ihr hier Feines? Ihr habt den Kolibri und der sagt euch, ich bin der fliegende Juwel, hebe dich von der Masse ab und bringe stets aktiv deinen Einsatz, um deine Ziele zu erreichen. Verspüre dabei eine große Leichtigkeit und fühle dich getragen. Also wenn man sich von der Masse abhebt, dann darf man auch seine Individualität leben. Ihr kriegt jetzt hier eine schwere Phase angezeigt, die sich beendet, die euch hier auch wieder dazu bringt, dass aus euch das geworden ist, was eben ist. Und ihr habt hier den Engel des Trostes an der Seite. Ne? Vielleicht habt ihr es gerade nicht so leicht gehabt, wenn ich hier sehe, eine schwere Phase wird beendet. Ne? Dann habt ihr hier von oben viel Halt und auch dieses Gefühl, nicht alleine zu sein, umgeben zu sein von den Schutzengeln. Es geht auch nochmal darum, genau hinzugucken, dass man eben weiß, dass Schutzengel für einen da sind. Und die auch Hoffnung und Zuversicht wieder bringen in eine Situation, die sich für dich schwierig gestaltet hat. Jetzt gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an, was ich hier habe. Ja, hier zeigt sich ein Thema auch aus deinen Kindertagen oder sagen wir es mal so, wo du Hindernisse aus den Kindertagen tatsächlich mitbringst. Vielleicht geht es auch um eine Situation, wo man jetzt eine Distanz aufgebaut hat zu Kindern, die man selber hat. Oder aber es zeigen sich hier Hindernisse an den Dingen, an denen ihr für euch ein stabiles Fundament erschaffen wolltet. Prinzipiell geht es vielleicht auch um eure Berufung, die berufliche Situation. Hindernisse im Bereich des Berufes. Ja, und das zeigt sich hier aber auch wunderbar, denn hier werden mit dem Sarg die Blockaden beendet und etwas wird leichter. Möglicherweise steht dir hier auch ein Berufswechsel bevor. Das ist doch schon mal schön. Guck mal, wenn wir hier gesagt kriegen, eine schwere Phase ist beendet und wir haben den Sarg jetzt hier liegen und dann kommen wir hier ins Jetzt und wir sehen hier Wege, wir sehen Möglichkeiten, wir sehen Veränderung. Da ist nicht nur dieser Berg, auf den man starrt, sondern da entwickelt sich etwas, wo man wieder Entscheidungen treffen kann. Das ist hier auch so ein Ding, wie würde ich das nennen? Also ihr könnt hier... Ich sage mal ein paar Szenarien. Eine berufliche Situation gut verändern. Ihr könnt hier ein Thema, an dem ihr lange gearbeitet habt, gut verändern. Und ihr könnt hier auch eine eingefahrene Situation verlassen. Eine schwierige, eingefahrene Situation. Okay. Es geht um Beziehungen, Verträge, Verbindlichkeiten, Verbindungen vielleicht auch zu euren Kindern. Es geht um ein Fundament, das ihr hier durch Umbrüche erreicht.
Und eventuell auch das Beenden von Kreisläufen. Wenn ich den Ring mit dem Sarg spiegle, habe ich hier auch etwas, was zu Ende geht, was im Umbruch ist. Ja, hier haben wir irgendeine Situation, die könnte damit zu tun haben, dass du eine Verstrickung erlebt hast, eine Konkurrenzsituation, etwas, wo man dich in eine Ecke gedrängt hat, in die du nicht gehörst, wo man dir auch irgendwie einen Stempel aufgedrückt hat. Und ich habe hier auch das Genesende mit dran, also da, wo du vorher Verstrickung und Umwege hattest, da kommen jetzt die Blumen ran. Ne? Das kann ja auch sein, dass die Möglichkeit besteht, dass eine Person, die hier gut in die Karten spielt, es kann entweder eine Person aus der Vergangenheit sein, die dir hier neue Möglichkeiten aufzeigt. Das kann auch eine Aussöhnung im Beziehungsbereich sein, mit einer Person deiner Vergangenheit. Auf jeden Fall hast du hier mit den Blumen am Ende schon mal das Geschenk an sich liegen. Ich glaube, das ist ja auch so eine Art schicksalshaftes Geschenk. Du hast eine Phase überstanden, hier kommt sozusagen die Belohnung dafür. Und es ist damit verbunden, dass wir hier uns auch aus Situationen wenden können, winden können, die ungesund sind. Ja? Also die wir vielleicht so weitergetreten haben, weil das auch so ein Glaubenssatz ist, ne? Man muss weitermachen, man muss auch ungesunde Situationen weitertreiben, weil man ja sonst nicht weiß, wo man rauskommt. Und hier hast du vielleicht auch so ein ungesundes Muster getreten und hier kommt die Auflösung. Hier wäre wahrscheinlich sogar Loslassen besser gewesen als Festhalten, weil es da um was geht, was sich schon manifestiert hat in deinem Leben. Und ja, das ist schon eine größere Thematik. Hier habe ich, dass sich Dinge, die dich beunruhigen, stabilisieren. Dein Nervengerüst wird angezeigt. Also du kannst auch da, wo du dich genervt, gestresst fühlst, wieder mehr Verwurzelung spüren und wieder Wachstum kriegen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag. Ich drücke euch bis morgen.